Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Und ja, ich bin hier gerade gestartet, gerade von diesem Biester angegriffen worden. Und die haben mich mal schon mal betäubt und ein paar Schildkröten haben die Biester dann zerlegt, sag ich mal. Ja, nach langer Zeit, das Spiel schon nicht so länger rausgekommen. Ich hatte ja mal schon mal eine Serie gestartet, wo ich ARK gespielt habe. Alles nicht allzu lange. Und jetzt habe ich ja zeitlang alleine gespielt, hier weitergespielt und habe gedacht, jetzt fange ich mal ganz neu an mit der neuen Let's Play Serie. Wow, mein Gott. Und inzwischen wurde auch eins gepatcht, gab viel Neues, viele neue Tiere. Die hier kannte mir zwar schon, die das heißt für uns was neu. Die Skorpione sind ebenfalls neu, die hier seht ihr. Warte mal, ich glaube, ich kann da mehr rausholen. Kann ich eine Axt craften? Pickaxe. Ich brauche einen Stein und Fetch. Steine. Sind Steine zum Auflesen. Irgendwo hier. Lose Steine. Ich habe den Rohstoff habe ich erhöht, den Loot um mal 2. Das heißt, ich kriege das Doppelte an Rohstoffen. Einfach um ein bisschen das Ganze zu beschleunigen, weil ist ja immer noch ziemlich eine Plagerei, Rohstoff zu beschaffen. Und dann geht es wenigstens ein bisschen schneller. So, glaube ich, reicht schon, oder? Ja. Können wir so eine Spitzhacke bauen? So. Okay, ich denke, als erstes werde ich einmal. Ich gehe mal zuerst auf Gewicht. Meist habe ich immer viel zu viel an Gewicht. So. Okay, jetzt versuche ich mal dieses Ding hier. Aber ich habe schon Punkte gekriegt, oder? Kann ich da schon was? Ja, wir können die Axt lernen. Ein Speer ist auch wichtig. Dann die Hosen. Bei. Nee, gut, lassen wir das so. Okay. Wann verschwindet das? In 1 Minute. Ich glaube, mit dem Beil würde ich einiges mehr rauskriegen. Da würde ich eigentlich schon gerne das Beil benutzen. So. Es fehlt ein Fetch. Kurz einen Baum anhauen. So, okay. Dann zack, Beil craften. Nicht mit dem verschwinden. 1 Minute noch, okay, so. Okay, man kann nämlich das bisschen beeinflussen. Wenn ich mit der Spitzhacke drauf gehe, kriege ich mehr Fleisch raus. Gehe ich mit dem Beil auf Tiere, kriege ich mehr anderweitig aus, in dem Fall Chitin, was sehr wichtig ist später. So. Oh nein, schon wieder ein. Was ist denn hier los? Schon wieder ein Skorpion. Ach du Scheiße, ich habe den Speer schon gelernt? Nee, oder? Doch, was mache ich so für Fieber, Wut? Scheiße. Fiber muss ich auflesen. Schnell, schnell, schnell. Craften, craftable, so. Das ist Skorpion. Boah, die Dinger sind. Ich hab sie, finde ich, so selten hier. Okay, scheint schon weg, tot zu sein, ne? Wenn es der Fall ist, werden wir uns wieder natürlich an der Beute. Kurzen, ja, war sehr schön. Okay, ja, das ist eine. Was? What? WTF? Was sind denn hier ab? Hey, voll die Action hier in diesem Ort. Ja, zu dem Bit hat der Inventar. Was denn? Kein Inventar. Oh mein Gott, ey. Voll die Action hier am Anfang schon. Ja, ich habe übrigens die Nacht ausgeschaltet. Wenn euch das wirklich stören sollte, dann gebt Bescheid. Nur ich habe das Gefühl, dass durch die Nacht halt extrem viel Zeit verloren geht, wo ihr was sehen könnt. Und darum habe ich die einfach mal deaktiviert. Das ist schon wieder ein Skorpion.
Herr, ohne Scheiß, was ist hier los, ey? Wow. Go Vorteil hat, man kann hier extrem gut leveln durch diese Töpfe und diese Skorpione. Ach du Scheiße, ey, aber das ist ein bisschen echt krass gerade. Okay, jetzt habe ich einmal Lebenskill, jetzt gehe ich mal auf Melee Damage, dass ich mehr Schaden mache. Dann suche ich die Sachen hier noch zu lernen, vielleicht ein Lagerfeuer. So. Da irgendwas backt da oben im Wald rum. So, ich glaube, ich mache jetzt mal hier kurz ein Feuer. Da drüben ist eine Hütte, die habe ich mal beim Essen jetzt bei angefangen. Da oben eine bisschen weiter ausgebaut. Ich weiß nicht, ob ich die verwenden soll. Ich könnte sie mal so als gut als Startding, sag ich mal. Mein Gott. Autsch. Da kam der Puma vorhin her, oder? Aus dem Wald. Oh. Ja, man sieht schon, die haben in der Zwischenzeit haben die hier ein bisschen was gepatcht, geändert. Die Hütte, die steht zwar noch, aber sie ist ein bisschen, wie soll ich sagen, von Steinen übersät. Ja, das hat immer noch das Ding. Ark ist eine Alpha und dementsprechend, what? Oh. Ja, das läge immer. Das wäre ein Delfin. Ich kann es auswendig heißt, auswendig. Ist er tot jetzt, oder? Warte mal. Das mal schauen. Können wir jetzt uns mal Rüstung craften? Dafür brauchen Fiber. Fiber können wir durch Gräser sammeln. Ich sage, dann sammeln wir mal ein bisschen. Ein bisschen ins Dickicht schauen, ob da eine Kreatur zu rennen kommt. Man kann sich natürlich wirklich auch bei den anderen hier retten, ein bisschen. Aber in diesen Schildern schon echt dezimiert worden. Oh, ein Dodo. Kein Tier sollte unnötig sterben. Wenn es das doch sterben sollte, muss man schauen, dass es auch gut verwendet wird. So, der Delfin, wo ist er jetzt? Wo war der jetzt? Vorne nur beim Schildkröten, ne? Hallo? Er ist weg. Okay, Crafting. Lagerfeuer von Stein. Warte mal, seine Spitze. So, kriege ich meine Steine raus. Ja, das Inventar wird schon schwerer und voller. Ich überlege gerade echt, wo ich hier am besten mal lagern. Oh, dachte ich schon, kommt das gerannt, ey. Bauen wir mal ein bisschen die Sachen hier, die wir ja schon können. Kraft und Spiel wirklich sehr wichtig. Durch Kraft kann man sehr schnell auch aufsteigen. Und ich denke, ich werde jetzt mal hier zuerst mal mein Lager aufschlagen in dieser kleinen Hütte von damals. Da ist sogar ein Lagerfeuer noch drin. Naja gut, jetzt haben wir eins gebaut. Bauen wir es also hin. Werden das ein bisschen modifizieren. Oh, scheiße. Ja. Jetzt haben wir ein paar Lagerfeuer gebaut. Haben wir zwei. Super. Kann ich auch eins. Ich könnte auch eins abreißen, ne? Jetzt eh. Und dann Demolish. So. Hier ein bisschen Ressourcen zurück. So. Okay. Dann tun wir mal ein bisschen was braten. Wir haben sehr viel Fleisch jetzt hier drin. Lightfire. So, dann können wir ein bisschen was anziehen, was wir schon in der Rüstung haben. So. Okay. Ja, die Fackel wäre gut, wegen nicht frieren und so. Könnten wir mal vielleicht brauchen. So, okay.
Also, jetzt muss ich andere Rüstungsteile craften. Das heißt, ich brauche Fibers. Ich muss mal ein bisschen Blätter sammeln gehen. Da muss man immer die E-Taste drücken fürs Grabbeln von solchen Sachen hier. Und es ist definitiv so, alle Tiere, egal was man zähmen möchte, brauchen Fibers. So, genau, so leben. So, dann würde ich sagen, dann schalten wir mal die Slim Shots frei. Ja, das passt auch bereits schon wieder. Dann können wir nämlich mal schon die ersten Tiere von Weitem beschießen. Okay, es fehlt uns hier Fibers, immer Fibers. Okay, ich habe inzwischen hätte ich auch genug Fibers gehabt, also die Slim Shot hat gerade ausgebraucht, ne? Steine haben wir auch. Okay, gut, dann müssen wir weiter grabbeln. Kann natürlich diese Hütte ja auch ein bisschen umbauen. Da oben war ich nicht so schlecht. Sie war gedacht nah am Wald, um viel Holz zu bekommen. Nur, ja, nur eigentlich nichts, eigentlich gar nichts. Im Prinzip war sie gar nicht so schlecht eigentlich. So, Rosen, war schon wieder zu wenig. Die Schuhe kann ich craften. Ja, brauche noch mehr Fibers. Unglaublich. Ich habe schon das Doppelte eingestellt, also kriege ich schon das Doppelte an Material jetzt raus als normal. So. Ja, inzwischen weiß ich auch, wie man ein Tier zähmt. Das wusste ich ja damals noch nicht wirklich. War natürlich ganz einfach zu arg. Da hat man gewisse Sachen halt erst mit der Zeit gelernt oder herausgefunden. Und Tierzähmen ist halt schon ein echt wichtiger Part in dem Spiel, weil man dadurch halt wirklich möglich Sachen zu bändigen oder zu verbessern oder zu beschleunigen, was sonst echt mühsam wäre. So, okay. Gut, jetzt geht's mal zurück. Das ist ein Dodo. Ich muss die Tiere am liebsten zurzeit auch nicht unbedingt töten. Das heißt, wir können einen Dodo zähmen eigentlich. Ja, super. Ich habe ihn gerade umgebracht. Viel zum Zähmen. Na toll. Ist das verpackte Schildkröte? Ist die verpackt? Die können verpackt sein. Wollen wir es wagen? Wir suchen es mal. Es scheint so, als wäre die da im Stein festgebackt. Vielleicht sehe ich es, wenn sie bewusstlos wird. What? Ach Gott! Nein, 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 nein! Weg, 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 weg! Gott. Wie viel Leben hat die? Endlich. So, jetzt bin ich nicht tot sein. Ah. Geil, so gestorben wäre dabei. So, Narkosberg kann mir sie länger betäuben. So, das gehen wir trotzdem weiter suchen. Über die Kampfmusik wollte ich sagen, wieso eigentlich? Ja, Taming habe ich hier auch vierfach hingestellt, damit ein bisschen schneller geht. Weil ich denke, jeder inzwischen Zeit kennt das Verfahren mit dem Taming und das kann echt lange gehen. Und auch vierfach geht noch lange, aber je nachdem, was für ein Tier es ist. Ich habe so ein bisschen hochgestaubt, dass wir auch schneller zum Ergebnis kommen, dass wir auch schneller hier vorwärts kommen, dass auch ein bisschen mehr in einer Folge passiert, als nur in die 10% Taming Balken. So, was ist eigentlich, was für ein Level hat die eigentlich hier? Level 7. Okay, ja, ihr seht schon.
Taming Effektivität ist sehr gut, 99,7%, wird leider drauf bekommen, wenn wir sie so beibehalten können. Seht schon, ich habe gegessen, so viel ist nicht passiert, aber es ist ein bisschen was passiert. Ja, gut, also wir können das ein bisschen wieder auffüllen hier. Wir haben ein bisschen noch. Ja, wir machen mehr Beeren. Die essen halt die Beeren am liebsten, hat schon das Ding. Okay, wir müssen mehr Beeren sammeln. Ich hoffe jetzt mal, dass hier nicht eine böse Überraschung ihnen lauert auf mich. Weil die Skorpion zum Beispiel waren ja früher beim ersten Spiel auch nicht da. Weil die gab es doch gar nicht. Und zwischen so viele Sachen zugekommen, Spinosaurus und so weiter, wobei Spinosaurus sind eher bei Flüssen unterwegs. Dann sollten wir hier an der Küste nicht antreffen. Von dem her sollten wir eigentlich Ruhe haben, was das anbelangt. Auch Steine. Oder mehr? Nee. Okay, gehen wir zurück wieder zu unserer Schildkröte. Das wird ja unser erster Begleiter sein. So, wie geht's dir? Jo. So, jetzt fällt mir auch gerade eigentlich ein, müsste ich nicht auch mal was essen? Wahrscheinlich bin ich schon fast am Verhungern. Und ich denke gar nicht dann. Kurz schreibe ich es jetzt aus. Oh ja. Da würde ich sagen, dann tun wir mal hier ein paar Beeren essen. Aber warte, wir haben doch eigentlich. Oh, so, wir haben doch vorhin mal Feuer gebraten. Bis inzwischen auch fertig gebraten sein, ne? Feuer ist schon wieder aus, ja klar. Das Inventory. Ah, cool. Oh, das ist verdammt schön. Das ist schon fast vergammelt sogar schon. So scheiße, ey. Haben wir hier Fetch oder was? Kann man Feuer was auch braten? Nee, kann man nicht. Fools Fetch Fire. Ja. Das sieht ein bisschen. Von Bäumen haben. Auch Holz, Fetch. Frau, was nehme ich am besten jetzt? Hol ich mir mal Holz am besten. Hier ist Nebenprodukte Fetches. Ja, die Vögel hier sind auch ganz ekelhaft. Die sind extrem hart. Sie machen echt viel Schaden. Aber man kann sie auch gut als Transport hier benutzen, weil die hat schon ein bisschen mehr tragen können als die Petrodonne. Also es ist ja ein Ziel, so eins mal zu haben, früher oder später. Okay, so, jetzt ist mir ein bisschen Fleisch mal zuerst. So. Oh, ich bin schon voll, hab gar nicht gesehen. Okay. Access Inventory. So, Spoiler Meat. Spoiler Meat ist auch sehr wichtig, mit dem können wir dann später ja, das brennt, das geht uns sofort drauf. Können wir dann später Narcotics produzieren. So, was soll ich jetzt mal bauen? Weiß gar nicht. Nee. Der Stein. Ja, die Frage ist, baue ich diese Hütte jetzt besser aus? Ja, besten schon. Ich muss da irgendwas machen, ja? Wir haben gar keine Punkte dafür. Auch nicht schlecht. Habe ich schon anders? Wir kommen gerade so ein bisschen schwer. Die gehen eh ziemlich schnell kaputt. Wenigstens ein bisschen Angry Points, bisschen EP. Weil sie noch nicht reichen, sehe ich jetzt schon kommen. Inventory. Wie lange hält das Fleisch hier, nachdem ich es gekocht habe? Gut schauen. Fleisch. 10 Minuten. Auch nicht viel länger eigentlich, wenn man es so anschaut. Hält ein bisschen länger, aber naja, ja, nur ein Topf von heißen Stein. Okay, so. Das hat uns eigentlich nicht viel gebracht, das wir gemacht haben. Und da wir nichts Sachen machen können, wir können ein bisschen Rohstoff, das sind wir voll, geht wenn da nicht Rohstoff haben. Ohne Kiste etwas, was sie offiziell haben. Oh, das ist ein Vogel.
Die sind auch ziemlich aggressiv, die greifen einem ziemlich schnell an auch. Ich habe noch nicht genannt, das Beutschema von den Vögeln nicht ganz wirklich kapiert. Aber wenn ich denke, wir haben angefangen, hier waren so viele Dodos und Schildkröten und jetzt ist nichts mehr da. Es ist auch nichts mehr da. Ja, da fliegt mir einfach viel zu viel rum. Sollte ein bisschen Speer im Ansatz haben. Man meistens, wenn dann etwas kommt, hat man keine Zeit mehr zu reagieren. Da wäre eine Schildkröte. Wollen wir die angreifen? Oh, Mann, du, apropos Schildkröte, was macht so eine Schildkröte eigentlich? Ach du Scheiße, hab ich ganz total vergessen. Hoffe, die sind nicht schon wach. Die, da liegt sie noch. Die müssen wir bestimmt wieder mal betäuben, nämlich. Ja, geht noch eigentlich. Das haben sie auch geändert. Früher war das Problem, dass sie ab und zu auch vor die Unconscious vorbei war, da aufwachen konnten. Das kann es ja nicht mehr sein. Ja, und ich würde sagen, ich beende mal diese Folge hier. Nächste Folge werden wir dann sicher unsere Schildkröte haben. Oder kleine Schnapper hier. Oder Schnapsi. Keine Ahnung. Mal schauen. Und ja. Dann schauen wir, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich bin, ja, es wäre schön, wenn ihr beim Neustart von Ark Let's Play, boah, wieder dabei seid. Und würde ich sagen, ja, ich habe mich jetzt erschrocken. Ich dachte, da kommt wieder Raptor was gerannt. Und hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.